Hallo liebe Freunde, heute gibt es ein neues Video und das wird heute mal ganz spannend für euch, denn heute machen wir die Challenge von zu Hause aus. Ja, deshalb sitze ich hier auch noch entspannt auf unserem Balkon, ja, und begrüße euch. Ihr könnt wirklich gespannt sein, ja, das wird eine sehr, sehr interessante Runde. Ja. Es wird nicht so werden wie die üblichen Wanderungen, ist klar, wir sind hier im Süden von Berlin. Aber ihr könnt euch über viel Wissenswertes freuen. Also begleitet uns. Ja, und wir sehen uns dann draußen vor der Tür. Zuerst gehen mal liebe Grüße raus an Chrissy vom Kanal Erzgebirgenmerdel. Ich hoffe, das ist so halbwegs richtig ausgesprochen. Ja, die uns für diese Challenge nominiert hat. Ja, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich den Kanal auch unten dann in meiner Infobox. So, für alle, die nicht hier aus der Gegend kommen und da loslaufen können, wo wir herkommen, ist die Empfehlung, hier schräg hinter uns ist der S-Bahnhof Lichterfelde Süd. Ja, den könnt ihr gut erreichen von der Stadt aus. Und falls ihr das nachvollziehen wollt, was wir heute hier so machen, ist das ein guter Startpunkt für die Runde. So, weit gelaufen sind wir noch nicht. Wir haben euch das einfach mal 180 Grad gedreht und da will ich euch mal das erste Interessante über die Gegend hier berichten. Hinter uns seht ihr so eine ziemlich runtergekommene Baracke. Ja, war mal ehemaliger Schützenverein. Das wird hier mal ein Neubaugebiet, ja, und zwar Neulichterfelde. Hier sollen Wohneinheiten für, also 2500 Wohneinheiten entstehen für ca. 5000 Leute wahrscheinlich. Ja, wir persönlich freuen uns drauf, dass hier die Wohngegend mal so ein bisschen belebt wird. Wir hoffen, dass hier auch das ein oder andere vielleicht schicke Kaffee herkommt, dass wir mal etwas mehr in der Gegend unternehmen können, ja, weil besonders viel los ist hier kulturell gesehen noch nicht. Ja, das Gebiet, was wir hier so hinter uns sehen, also die Baracken, hat eine ziemlich bewegte Vergangenheit. Ja, hier war mal während der Nazi-Zeit ein Lager für die Sudetendeutschen. Ja, und später, so ab 1940, war hier eine Außenstelle des KZ, ja, wo die Zwangsarbeiter untergebracht waren, die hier in der Umgebung in den verschiedensten Fabriken gearbeitet haben. Ja, ein Highlight jagt das nächste auf unserer Tour. Jetzt sind wir hier auf der Kirschblütenallee oder auf der Kirschbaumallee. Ja, die wurde gespendet von dem japanischen TV-Konzern TV Asahi. Ja, die haben 1990 zu einer Spendenaktion aufgerufen. Da kamen umgerechnet 1 Million Euro zusammen und davon wurden 1995 1100 Kirschbäume gepflanzt. Besonders schön ist es hier natürlich im April, wenn die Kirschbäume blühen. Ja, wenn ihr die Gegend besuchen wollt, empfehle ich euch, kommt im April her. Da blühen nicht nur die Kirschbäume, dann gibt es auch noch das Kirschblütenfest. Ja, da könnt ihr die Kultur und Kulinarik von Japan kennenlernen und könnt euch die Musik anhören und den einen oder anderen leckeren Snack verpusten. Also wenn ihr herkommt, am besten im April. Ja, wir laufen jetzt die ganze Zeit an diesem Zaun hier entlang. Der Zaun begrenzt eigentlich das ehemalige Areal, wo die Amerikaner ihren Truppenübungsplatz hatten. Lange Zeit von, ich schätze mal, so 53 bis 90, ja, hatten sie hier einen Übungsplatz und haben dort ihre Soldaten geschult im Häuserkampf und Ähnlichem. Ja, und hier ist jetzt die Ausgleichsfläche, ja, für das Quartier Neulichterfelde. Hier wurden all die Zauneidechsen umgesiedelt, die vorher auf dem anderen Revier waren.
Wir haben so ein schönes neues Zuhause bekommen. Ja, auch hier können Sie auch ungestört Ihren Beschäftigungen nachgehen. Das wurde eingezäunt. Ja, es darf niemand drauf. Und wir hoffen, dass es noch ein sehr schönes Stück Natur wird. Für uns ist es natürlich schade, dass wir nicht drauf dürfen. Es ist halt ein Bestandteil des Artenschutzes. Wir sind jetzt auf dem nächsten Highlight auf unserer Tour. Wir sind hier auf dem Trümmerberg in Lichterfelde. Der wurde von 53 bis 56 aufgeschüttet, also relativ spät. Er hat auch nur eine Höhe von 62 Metern. Und er ist natürlich nicht so bekannt wie der Mont Klamott, also der Friedrichshain oder der Humboldthain. Aber er gehört halt zu Lichterfelde. Er ist leider im Moment sehr runtergekommen. Ja, hier feiern wahrscheinlich die Jugendlichen immer ihre Partys und müsste mal saniert werden. Zumal es hier ja auch einen Gedenkstein gibt für die Opfer des Faschismus. Und den sollte man durchaus auch mal wieder pflegen. Ich werde jetzt für euch nochmal einen Rundblick machen von hier über die Stadt und mal sehen, was wir da so zu sehen kriegen. Ja, und für alle, die sich hier in der Gegend auskennen, ja, hier ist der Berg nur bekannt als Rodelberg. Ja, und früher, als es noch geschneit hat in Berlin, haben sich hier die Kinder mit ihren Schlitten ein Vergnügen gemacht und sind den Berg runtergerodelt. So, wir sind jetzt am sogenannten Karpfenteich. Ja, er hat eine etwas ungewöhnliche Form, also hat ziemlich steile Ränder. Das kommt daher, das war bis 1897 eine Tongrube, die dann verfüllt wurde. Fun Fact dazu ist, der Abraum dieser Tongrube, ja, der diente dann später Otto Lilienthal dazu, seinen Fliegerberg zu bauen. Da kommen wir gleich als nächstes hin. Ja, aber jetzt schauen wir uns erstmal mal kurz den Karpfenteich an. Karpfenteich heißt er übrigens, weil als er befüllt wurde, befand sich dann hier eine Karpfenzucht. Ja, wie bereits erwähnt, sind wir jetzt direkt am Fliegerberg. Ja, hier hinter uns ist ein künstlich aufgeschütteter Berg, den hat Otto Lilienthal aufschütten lassen und hier hat er seine ersten Flugversuche gemacht, bevor er dann ins Brandenburger Umland gezogen ist. Jetzt gehen wir mal hoch und schauen uns die Gegend von oben an. Ja, hier oben ist es ziemlich windig. Ich hoffe, der Ton funktioniert noch halbwegs. Ja, aber den Blick von hier oben, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Was ihr hier unten seht, das sind auch alles Kirschbäume. Und im Frühjahr blühen die ja ganz fantastisch. Also wenn ihr schon den Besuch hier macht und seid im Frühjahr zum Kirschblütenfest hier auf dem Mauerweg, ja, dann könntet ihr auch einen kleinen Abstecher hier ans Lilienthal-Denkmal machen. Das ist auch immer sehr, sehr schön anzusehen. Ja, und da wir gerade auf dem Fliegerberg waren, gibt es hier noch ein kleines weiteres Highlight. Wir sind hier am Ehrengrab von Otto Lilienthal. Er hat sich ja 1896 zu Tode gestürzt, nicht in Berlin, sondern das war in Brandenburg. Hier liegt er nun nicht weit von uns und wir können ihn regelmäßig besuchen gehen. Auch sinnvoll der Spruch drauf: Opfer müssen gebracht werden. Ja, er gab sein Leben für die Wissenschaft.
So, Freunde, jetzt sind wir am letzten Highlight für die Tour angelangt. Und zwar sind wir hier an der Stelle, wo die erste elektrische Straßenbahn der Welt fuhr. Das war 1881. Ja, und das war Siemens und Halske, der die auf die Beine gestellt hat. Und sie fuhr hier bis 1930. Und das ist eigentlich auch ein typisches Beispiel, wie Berlin mit seinen wichtigen Errungenschaften umgeht. Ja, in der Stadt wird im Zentrum für 700 Millionen eine ziemlich schlechte Stadtschlosskopie gebaut aus Beton. Ja, und so ein wichtiges Ereignis wie das kriegt als Erinnerung einen abgesägten Laternenpfahl. Ja. Ja, könnte ich mich jetzt wieder darüber aufregen, möchte ich aber nicht. War so ein schöner Tag bis heute. Ja, ihr habt verstanden, was ich euch damit sagen will. Und jetzt gehen wir noch ein kleines Stück weiter. So, wir sind jetzt fast 9 Kilometer gelaufen, es wird keine Runde werden. Wir sind jetzt aber an unserem Ziel unserer Wanderung angelangt. Ja, wir wollen jetzt nämlich frühstücken gehen und wir sind hier in unserem Lieblingscafé. Ja, da gibt es die netteste Bedienung überhaupt, das ist das Bread & Coffee. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir einen Kommentar und seid gespannt auf das nächste Video. Den Ton jetzt am Schluss, den müsst ihr mir verzeihen, hier ist ziemlich viel Verkehr, aber wir sind halt in Berlin, ja, und bis dann.